jetzt bei Elefant Tiger & Co. Tapir Bulle Kobashi, will hoch hinaus. Und Volkszählung bei den Wellensittichen. Die Hängebauchschweine. Kurt. Und Paul haben sich gut eingelebt. Verdienst auch von Daniel Unglaub. Sehen, ob sie schon da sind. Nein. Weil der meistens weiß, wie man ihnen eine Freude macht. Bei den sommerlichen Temperaturen Ende August habe ich mir überlegt, dass unsere Schweine ja noch mal eine kleine Abkühlung kriegen könnten. Und da wir hier von der Rosi noch so eine alte Schlammsohle über haben und sie da wirklich gern drin sind eigentlich, zumindest wenn sie trocken ist, wollte ich jetzt mal gucken, ob sie vielleicht auch reingehen, wenn das Ganze ein bisschen nässer wird, ein bisschen kühler wird. Ja. Die beiden hier. Gibt was Feines. Sehen zwar fast gleich aus, sind aber höchst verschieden. Paul ist forsch, Kurt. Das Gegenteil. Der Kurt geht dann zwar meistens hinterher, weil er einfach nicht alleine sein möchte. Aber wenn sich einer von beiden vortraut, dann ist es auf jeden Fall Paul. Ja, der geborene Anführer. Na, das sieht doch ganz gut aus. Etwas zögerlich zwar noch, aber die Füße sind immerhin schon nass. Und gleich kommt's Wasser auch noch von oben. Ja. Eine Dusche. Mit Regenbogen. Und das hat sonst kein Schwein. Ach du guter Gott. Nein, Dusche muss nicht sein. Vielleicht findet sich auch was Spannendes auf dem Trockenen. Frühsport für Jörg Gräser. In diesen Tagen ist er mächtig beschäftigt mit seinen neuen Etosha-Löwen. Na, meine Jungs, hä? Guckt doch schon ganz gespannt, hä? Ja, fein aufpassen. Fein aufpassen. Eine Fein, hä? Ja, gespannt, ob ihr sowas kennt, hä? Mutzi, Getzi und Mario sollen heute erstmals vor die Kulissen treten. Jörg hat aus dem Elefantenhaus. Schauen wir mal. Das ist ein Riesenteil. Ein besonderes Lockmittel geholt. Gucken, was er dazu sagen. So, mal gucken, hä? Meine Süßen. Hey. Wo sind meine großen Jungs? Hey, Getzi? Alles gut. Ein feiner Junge. Hm? Wie sieht's aus? Meine Dicken, ja? Damit haben die Dicken nun überhaupt nicht gerechnet. Der Weg ist frei. Aber die Luft noch lange nicht rein. Ganz im Gegenteil. Und hinterm zweiten Schieber riecht's auch. Bis der Gestank der Elefantenmurmeln verflogen ist, das kann dauern. Heute kann Jörg sich in aller Ruhe um die Kettel der Nilstachelmäuse kümmern. Nur Mario stinkt's wohl gewaltig. Da muss er durch. Nicht viel los im Mittelmeerbecken. Der hier sonst das Sagen hat, hat sich zurückgezogen. Seit geraumer Zeit. Martina Hacker und Lisa Fischer machen sich mächtig Sorgen. Um Uso, den Kraken. Unveränderte Position. Ja. Da würde ich sagen, nehmen wir es heute hinter. Ja. Hält sich auch wacker dort. Das Futter wieder verwehrt. Sogar Auster. Sogar Auster probiert. Keine Chance. Oh, oh. Das hört sich nicht gut an. Steht schlecht. Um Uso. Wir müssen den Kraken leider aus dem Schaubecken entfernen und setzen den in ein rückwärtiges Becken. Weil der hier vorne keine Zukunft hat, kann man sagen. Das ist leider eine traurige Nachricht. Der Krake wird sterben. Uso. Erst seit 3 Monaten schwimmt er durch Leipzigs Mittelmeer. Viel zu kurz. Um schon das Zeitliche zu segnen.
Aber bei jeder schlechten Nachricht gibt es immer eine gute Nachricht. Der stirbt nicht einfach, weil es ihm schlecht geht, sondern er hat eine kleine Überraschung parat in seiner Amphore. Er hat ein Gelege. Also in dem Fall hat sie ein Gelege. Sie hat Eier gelegt. Und das ist bei Kraken völlig normal, dass sie Eier legen und sich dann komplett für die Brut aufopfern und dann sterben. Uso ist eine Usa. Zumindest ihr Nachwuchs soll überleben. Die Gefahr besteht natürlich, wenn der Krake hier vorne stirbt, dass das Gelege dann verloren ist. Hier sind noch ganz viele hungrige Fische im Becken. Und wir wollen einfach das Gelege retten sozusagen. Wir wollen uns das Gelege mal genauer angucken. Doch die werdende Mutter lässt sich nicht so leicht in die Karten schauen. Die Eier hat bisher nur Martina gesehen. Hinter den Kulissen soll nun dem Kraken in die Mutterstube geguckt werden. Hallo, kleine Usa. Hast du? Hab's. Ja, und was gibt's zu sehen? Ja, versteck deine Eier. Aha. Vielleicht gibt's gar keine Eier. Bei den Schweinen ist der Schauer vorbei. Duschen scheinen sie nicht zu mögen. Scheinen mehr der Badetyp zu sein. Nur zumindest Paul lässt sich wieder breitschlagen und in Richtung Badeanstalt lotsen. Ja, mit dir klappt es wunderbar, wo du hin sollst, wa? Du Schlammschwein. Ja, aber mit Daniel macht's irgendwie keinen Spaß. Mit Kurt wär's schweinischer. Magst du mal deinen Bruder noch mit herholen? Das hat euch zu zweit, glaube ich, besser gefallen. Es ist wie immer. Paul mit der Schnauze voran. Und Kurt, der Angsthase, hat sich wieder in seinen Stall verzogen. Kurt, wer bräucht dich? Kommst du mal mit? Falsche Frage. Ja, so sieht ein maximal desinteressiertes Schwein aus. Was ist denn bei dir los, kleiner Mann? Hm? Jetzt habe ich nicht mal Futter für dich dabei. Aber eine faustige Überraschung. Harry und Horst sind zu Besuch. Da muss man doch mal guten Tag sagen gehen. Ich werde verrückt. Kurt? Naja, vielleicht doch nur mal gucken. Ja, gleich noch was Neues. Oder doch lieber zurück in den Stall? Bei den Tapiren dreht sich alles um Laila und Ketiga. Weil die noch Ruhe brauchen, darf Kopaschi nicht zu ihnen. Da kommt Frust auf. Timo Gessner sorgt für Ablenkung. Also heute will ich mit dem Kopaschi mal den Bananentest machen. Nämlich interessiert nur mal, wie hoch der Kopaschi kommt. Und da habe ich gedacht, im Stall hängt sowieso die Kette rum. Hänge ich dem doch mal eine Banane dran und guck mal, wie hoch so ein Tapir überhaupt kommt mit seinem Rüssel. Der liegt jetzt hier vorne. Ja, und schiebt Langeweile. Ein Ende seines Strohwitwer-Daseins ist noch nicht in Sicht. Das erklärte Ziel ist natürlich schon, die alle wieder zusammenzuhalten. Aber jetzt muss er sich noch ein bisschen gedulden. Und in der Zeit ist es einfach wichtig, mit ihm auch irgendwas zu machen, ihn ein bisschen zu beschäftigen. Na, Meister? Und da Pflegehände auf lange Sicht auch einen eher begrenzten Unterhaltungswert haben, kommt nun die Banane ins Spiel. Ob die hier hält? So, wunderbar. Banane frisst er auf jeden Fall gerne. Kopaschi, komm rein. Na, wo bleibt er denn? Wenn's ums Fressen geht, hast du auf den Herrn des Hauses Verlass. Hier riecht's nach Futter, aber in Sicht ist keins. Guck mal hier. Dass man sich die Banane jetzt pflücken muss, das ist neu. Da müsste eigentlich noch locker dran kommen. Steht ja noch eine ganze Ecke weg. Ich glaube, der ist nur zu faul. Okay.
zweiter Versuch. Ja. Jawohl. Also das geht ja auch immer locker. Ne? Geh mal einen Schritt vor, Meister. Ah, der ist ja schon fast am Karabiner drin. Ja, hat einen Karabiner schon berührt. Also. Zu geil. Also geschickt stellt er sich gerade nicht ein, aber sieht lustig aus. Doch dann zeigt Kopaschi wahre Größe. Hat er noch ein Stück geschafft? Das ist schon mal interessant. Also in der Form habe ich das auch noch nicht erlebt. Raus, raus, raus. Nachdem Kopaschi wieder nach draußen buxiert ist, muss nun noch seine Reichweite vermessen werden. Gar nicht schlecht. Knapp 1,64 ist unten der Karabiner. Und da war er ja dran. Und die Banane hing dann noch mal 12 Zentimeter drunter. Aber bis zum Karabiner 1,64 kommt er dran. Ja, die süßen Früchte könnten glatt Kopaschis Lieblingszeitvertreib werden. Derweil zieht Uso bzw. Usa in die rückwärtigen Gefilde des Aquariums. Dort soll sie künftig in Ruhe ihren Nachwuchs bewachen. Zur Gewöhnung gibt's schon mal etwas Wasser aus dem neuen Zuhause. Das scheint zu gefallen, denn plötzlich gewährt der Krake doch noch einen Blick ins Kinderzimmer. Also es können bis zu 500.000 Eier in so einem Gelege sein. Und wenn man sich das anguckt, das sieht wirklich aus wie lauter kleine Reiskörner, die an so Schnüren zusammengeknotet sind. Allerdings wie winzige Reiskörner. Tja, wer der Vater ist? Ein Leipziger ist es jedenfalls nicht. Da gab es immer nur Uso. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass sie Spermien gespeichert hat, weil sie vorher schon mal einen Mann getroffen hat und sich das aufgehoben hat für schwere Zeiten, so wie jetzt. Aber was tun, wenn hier der Nachwuchs schlüpft? Per Hand aufziehen? Es ist noch nicht wirklich gelungen in Haltung, weil die Ernährung von so kleinen Babykraken einfach viel zu schwierig ist. Man braucht was ganz Kleines, was ganz Weiches und das muss das ganze Jahr über verfügbar sein und das wird dann schon ziemlich schwierig. Hast du? Jetzt hast du es noch schwerer gemacht. Noch ist nicht klar, ob die Eier überhaupt befruchtet sind. So, kleine Usa, schönen Platz an der Sonne haben wir ihr ausgesucht, wenn die Sonne draußen scheint. Kraken können bis zu 2 Monaten brüten. Und wer weiß, hier wohnst du jetzt. Vielleicht wächst hier demnächst doch noch eine neue Krakendynastie heran. Neue Zeiten, die sind bei den Löwen schon angebrochen. Mario wagt sich vor. Na, Mario gefällt dir im Schaugehege. Und auch Mozigetzi wird mutig. Selbst der Gestank kann die beiden nicht mehr schrecken. Ja, das ist ja was ganz Neues, hä? Gehirn natürlich hier heißen nichts, wenn ich jetzt rede. Na. Deswegen sind sie wahrscheinlich jetzt auch so entspannt. Na. Also hinten, da hatten sie ja nur direkten Kontakt mit mir. Da sind sie nicht so entspannt. Da ducken sich oder flitzen vorbei oder legen sich in die Ecke und beobachten. Aber ganz so ängstlich sind sie auch hinter den Kulissen nicht. Heimlich, still und leise haben sie die Erbschaft ihres Vorgängers beiseite geräumt. Matadi hatte hinten so einen Lederball am Bungee-Seil. Wupp, der war runter. Also, dann haben sie runtergefetzt. Ich habe erst gedacht, wo ist denn der? Da war das, haben sie den hinter ins Stroh geschleppt. Bungee-Seil war ganz hoch geschnipst ins Gitter rein. Da habe ich den wieder dran gemacht. Und ja, dann haben sie zu zweit dran gearbeitet wahrscheinlich. Der eine hat das Bungee-Seil gezogen und der andere hat es zerbissen. Mehrere Stückchen. Ne? Ja, war es natürlich dann zu Ende erstmal mit dem Bungee-Seil. Ne? Für die Eingewöhnung der beiden ein positives Zeichen. Doch noch gibt's für sie viel kennenzulernen. Das sind junge Tiere,
Auf die strömt so viel ein. Und wenn die auf der Außenanlage dann sind, na, die müssen ja letztendlich zum Menschen kommen, wenn die Schieber aufgehen, und müssen zu den Menschen, um ans Futter ranzukommen. Das ist aber ein großer Schritt für die Tiere. Na. Das Vertrauen muss erst mal hinten aufgebaut werden. Ein Anfang ist immerhin gemacht. Trotz dieses Duftspenders vom Nachbarn. Vielleicht stinkt jetzt auch die Elefantenkacke zu sehr. Ich weiß nicht, ob sie sowas kennt. Das riecht natürlich bestimmt jetzt wie ein Elefantenhaus da drin, die zwischen Murmeln. Ja, jetzt werden die erstmal dafür sorgen, dass es hier wieder nach Löwe riecht. Siesta bei den Wellensittichen. Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Doch damit ist jetzt gleich Schluss. Ruben Holland, seine Kollegen und die medizinische Abteilung hacken einen Plan aus. Ich werde dann noch die beringen, die keine Ringe haben. Und du stopfst das Wurmmittel rein. Im Idealfall nicht stopfen, aber ja. Und dann machen wir das so. Also es geht eigentlich darum, dass wir unsere Wellensittiche mal wieder entwurmen müssen. Und wenn wir das dann machen, dann können wir auch gleich eine kleine Inventur machen, gucken, wer da ist, wer nicht da ist, wer neu geschlüpft ist. Und das kontrollieren wir jetzt. Leicht gesagt. Bei dem bunten Haufen. Das waren 30 bei der letzten Inventur. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie viele es jetzt noch sind. Also wahrscheinlich deutlich mehr. Für Anja Lange ist es ihr erster größerer Einsatz. Die neue Tierärztin muss heute alleine ran, denn ihr Chef, Dr. Bernhard, ist im Urlaub. Wir haben schon den ersten. Das Fangen ist Sache von Ruben und René, quasi ein Wettkampf. Der Schnellere gewinnt, der andere muss den Vogel aus dem Netz holen. Ich höre den Schmerz schon. Es geht schon los. So, so, hier ist ein Ring dran, und zwar links. Mhm. Ah. Ja. SN 370293. Ja, das ist der. Der ist hellblau und das ist ein Mädchen, stimmt's? Ja. Gut. Der Wellensittich ist in guten Händen. Also, okay. Das Wurmmittel flutscht. Okay? Ja. Soll ich wirklich warten, René, damit du eine faire Chance hast? Oder? Nee, mach mal, du bist gerade im Flow. Ach, du hast schon wieder einen. Oh. Wieder muss René ran. Kein Zuckerschlecken. Den muss man blind schnappig bleiben. Ja, das ist gar kein Ziel. Der ist böse. Oh, 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 oh. Ja, der hier weiß sich zu wehren. Ob die wilden Brüder der zahmen Wohnstubenhansis alle so sind? Vorsicht, Schwein kommt. Oh, da hat aber einer seinen ganzen Mut zusammengenommen. Ohne Paul hält's Kurt wohl doch nicht aus. Sind sie wieder vereint? Jetzt kann es endlich mal losgehen mit ein bisschen Aktion hier, oder? Ja, gut, dass Horst schon wieder weg ist. Ja, zu zweit klappt es auch schon gleich besser mit dem Wühlen. So langsam kommen die hier richtig in Fahrt. Wie siehst du denn aus? Da weiß ich schon, dass ich morgen mal das Strohlager neu machen darf. Und jetzt, wo es gerade mal so schön ist, ist der Spaß auch schon wieder vorbei. Lass mal das Wasser schon mal ausdrehen und dann schicken wir sie mal zurück. Guck mal an, kleiner Mann. Weintraube als Vorgeschmack. Und jetzt dürft ihr auch folgen. Paul, Kurt. Na, das klappt doch ganz gut. Je näher es nach Hause geht, desto eiliger haben es die beiden. Können es kaum erwarten. Eine Unart von dir.
War fürs erste Mal doch eigentlich ganz schön jetzt. Ich denke, wenn Sie sich da erst mal dran gewöhnt haben, wenn Sie das erst mal kennenlernen, dann dürfte da noch ein bisschen mehr bei rumkommen. Naja, so, Vorsehen, ihr zwei. Wehe, ihr rennt wieder raus. Könnt ihr euch jetzt drüber hermachen und ich mach Feierabend. Hm? Baden und essen. Das steht jetzt auch bei Daniel an. Weg sind sie. René oder Ruben? Der Wettkampf um die meisten gefangenen Wellensittiche geht in die entscheidende Phase. So, Duell. Ja. Was das? Unentschieden. Muss jeder seine eigenen halten. Das kann man auch machen. Meiner hat einen Ring. Aha. Nächste Runde. Oh. Aber wenn ich euch fange, musst du ihn in der Hand nehmen, ne? Ja, ja. Aber jetzt gleich, es kommen ja so viele da. Und während Ruben Vogel um Vogel fängt, lässt René sich weiter zwacken. Doch noch gibt er die Hoffnung nicht auf. Naja, das wird dann hinten raus. Ja, Schwester, wenn es dann richtig spannend wird. Kommt dann meine Zeit, wenn die nicht mal so leicht zu fangen sind. Das ist Abub. Abub. Und der bestätigt als absolute Ausnahme die Regel. Das ist aber ein netter Vogel. Mein Gott, sind die klein. Mhm. Muschi, lass mich mal da rein. Je länger und schneller du mich reinlässt, desto. Hinten wieder raus. Ich krieg schon eine nasse Hand. Nicht alle Vögel, die Ruben fängt, sind unversehrt. Manche leben schon länger mit einer Behinderung. Bei dem fehlt auch Fuß, oder? Nee, hier war gerade noch einer. Das war nur ein halber, oder? Ja, ne, was sind das hier? Da fehlt der Fuß. Da ja, da das muss das linke Bein fehlt. Das Mädchen? Mhm. Das wird irgendein Raubtier gewesen sein, was natürlich extrem blöd ist, muss man ganz klar sagen. Und wir gucken immer noch, wie wir das irgendwo verhindern können. Aber die Marder werden auch jedes Mal schlauer. Und immer, wenn wir uns was überlegen, dann finden die einen neuen Weg, irgendwo dann anzugreifen. Im Wettkampf zwischen Ruben und René ist der Kurator nicht mehr einzuholen. Ja, hat er schon. Und nicht noch mehr. Auch wenn die Volkszählung noch läuft, die Zwischenbilanz ist beachtlich. 2, 4, 6, 8, 10, 11 alte und 8 neu zu bringen, also Jungtiere. Das sind wir 19. Da sind wir wahrscheinlich noch nicht über die Hälfte, weil wir haben 10 neu beringt etwa. Am Ende des Tages sollten 51 Tiere ins Netz gegangen sein. Fast alle. Bei Ruben. Geh mal hier hinter. Bleib mal weg. Bei den Stumpfkrokodilen sind vor 4 Wochen die ersten Jungtiere geschlüpft. Normalerweise aber liegen bis zu 20 Eier in so einem Gelege. Und die werden ohne Rücksicht auf Verluste verteidigt. Die Suche danach, die wird etwas ungemütlich. Achtung! Kommt er? Naja, noch nicht ganz, aber er kommt auf jeden Fall wieder ein bisschen hoch. Wie lange sich das Krokodil das noch mit ansieht, das sehen Sie nächste Woche bei Elefant, Tiger und Co. Und außerdem erfahren Sie, was ein Bennett-Känguru aus der Fassung bringt. Das und mehr nächsten Freitag wieder um 19:50 Uhr. Also bis dann. Tschüss.